So, ich sitze jetzt hier gerade mal. Wir haben ja das Motorrad fertig. Gibt es jetzt auch gleich einen Film, nur mal so als Vorgeplänker. Was so Ding kostet. Also, das ist ein Honda CB400N. Jetzt der heißt Philipp, dem sie gehört, was er bezahlt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sage mal, diese Motorräder, wo laufe, die liegen so zwischen 500 und 800 Euro. Das ist so der normale Preis. Nicht besonders super gepflegt, aber halt so, dass alles okay ist. So, in dem Fall, Philipp hat schon ein paar Sachen gekauft. Das habe ich jetzt nur mal so grob hochgerechnet. Ich weiß auch nicht genau. Aber wir haben hier ungefähr so für 750 Euro Teile drin. Schalldämpfer, Batterie, Stummellenker, lalala, also so ein Haufen Kleinkram. So, das ist das eine. Und die andere Seite ist, wir sind jetzt soweit fertig. Die Sitzbank habe ich übrigens da auch schon mal mit eingerechnet. Die ist ja nur eine Platte dran. Und in dem Fall haben wir mit den Rahmen geändert. Ventile haben wir noch eingestellt. Einen Ölwechsel gemacht. Na egal, ich will jetzt nicht alles aufzählen. Also wir haben hier ungefähr eine Arbeitszeit verbraucht. Wie ihr seht, das ist ja keine Vollrestauration. Da waren wir bei 21, 22 Stunden ungefähr. Wir sind noch nicht ganz fertig. So. Dann je nachdem, wo er da halt hingeht oder ob er es selber macht, das ist ungefähr so die Zeit. So, wenn jetzt da von den 22 Stunden jetzt mal so eine normale Firma nimmt, ihr wisst ja, da gibt es ja Unterschiede von der Preise. Die eine nehmen 60, 70 Euro und dann gibt es halt wieder andere, die nehmen halt 130, zu denen wir nicht gehören. Da könnt ihr euch erst ungefähr zusammen philosophieren, wie teuer so ein Projekt kommt. Und ihr habt da trotzdem was Einzigartiges. Es ist zwar nur eine CB400, was heißt nur, aber ich finde es cool. Jetzt haben wir hier gerade aktuell noch was, da will ich gerade mal rüber gehen. So, der Lukas, der hat jedenfalls hier CB250. Der kommt eben gerade von der Probefahrt zurück, hat nämlich hier eine andere Nockenwelle eingebaut. Ich habe jetzt selber noch nicht mit ihm gesprochen, mal sehen, was er sagt, was jetzt los ist, ob er auch einen Kaffeeresser draus baut. Er ist aufs Klo gesprungen, direkt. Jedenfalls, das Ding sieht original so aus wie die CB400. Ah, hier ist er. So, was ist jetzt los mit der Nockenwelle? Wie geht die? Sieht einiges besser. Endgeschwindigkeit so 15 km/h ungefähr ausgemacht. Ja los, sag die Sache, was du für Höchstgeschwindigkeit drauf hast. Eben so 135. 135, das ist ja nur 5 Sachen langsamer wie die 400, oder? Ja. Das ist ja geil. Und Drehzahlen? 11.000. Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, Ende rote Bereich, 11.000. Da geht die einfach hin? Ja. Und das ist quasi die 27 PS Nockenwelle von der 400er? Ne, das ist die 43 PS Nockenwelle von der 400er. Ach so. Also hier, wenn wir hier ein bisschen abspecke, dann hältst du bei 400 oder 100 was mit, he? Mit einer 250er. Kommt noch 2 KNN-Luftfilter drauf. Ja, leck mich am Arsch, dass das Ding so abgeht. Ja, genau, das ist ja alles so original. Gut, das ist nur so am Rand. Ich hatte mich eigentlich ganz was anderes aufgenommen. So am Rand, ihr habt es gehört, die 250er ist auch schnell. So, Schluss jetzt. Nicht Schluss, jetzt geht's zum Film. Philipp kommt mit großem Projekt, CB400. Maßen mal so grob, gehen wir es gerade mal durch. Heckrahmen ändern, die ganze Scheiße kommt weg, ist klar. 44 PS Nockenwelle rein. Vorne gibt es einen Stummellenker. Und der Rest kommt halt weg, ne? Das ist so das Grobe. Schalldämpfer hast du auch andere dabei. Na egal, das ist so die Hauptsache. Guck gerade mal, wie alt sind die überhaupt, Baujahr? 79 und hat nicht erlebt. Außer, dass er im Staub gestanden hat. Ja, leider. Okay. War das nicht gut? Ja. Klappt das da mit den Schraube da? Absinse. Also so richtig festgerostet ist nichts, das lässt sich alles schön abschrauben. Alles wunderbar. Ein Traum. Rund ist auch noch keine Schraube. Ja. Ja, so 400er Honda ist schon echt ein Kultobjekt. Das ist schon echt cool. Die sieht auch echt noch ganz gut aus, dafür, dass sie nur gestanden hat. Die war im Trockenen, ne? Die hat nie im Regen gestanden. Die war unter der Pergola gestanden, ne? Ja. Hier, wenn du in dem Tempo weitermachst, hast du den Kaffeeresser ja heute noch fertig. Die Renntüten sind ja auch schon drauf. Bis 12 Uhr sind wir fertig. Ja. Oder?
Der Lenker muss auch noch einstellen, ne? Der steht so noch nicht schön. Das ist die Hyperspannanlage. Ah ja, okay. Gut, Lampehalter haben wir keine. Die binden wir halt die binden wir hoch mit dem Kabelbinder. Die Lampe. Strohbänden nehmen wir bei genau. Dieser. Okay. So, geputzt ist aus, haben wir ja alles nicht gefilmt. Da haben wir nur noch da hinten dann die Heckscheiße da. Die müssen wir halt noch ein bisschen verändern. Dann ist das schon wieder alles bald gut. So, das Original. Kotflügel haben wir jetzt abgeschraubt. Hier wieder gekürzt. Und vorne auch ungefähr hier. Vorne wieder auch ungefähr hier. So, ich habe hier mal so einen Strich gemacht. Kommt das Ding immer ab. Ja, da ist noch irgendwas drauf. Stumpffahrzeuge Würzburg, alles klar. Den Händler kenne ich gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Mit der Sitzbank, das haben wir erst dann richtig erwähnt. Es kommt kein Höcker drauf. Es kommt so eine Sitzbank drauf, wo man halt zu zweit fahren kann. Und das muss man irgendwie schön stylen, das hatte ich jetzt schon mal gesagt. Hier mit den Stoßdämpferaufnahmen, das ist halt echt bescheuert. Das sieht halt echt nicht gut aus. Aber wir müssen hier ein bisschen auf die Kosten achten. Das heißt, hier irgendwo schneide mal ab, steile das hier ohne bei und mache halt einen Lob drauf. Jetzt hätten wir gerne anders da gemacht, aber es geht halt hier in dem Fall nicht. Jetzt wollten wir in unsere 400 N die scharfe Nockenwelle reinmachen, aber wir haben ein Problem. Hier auf der rechten Seite diese Schraube hier, wieder hier hin. Die geht nicht los, die will abreißen. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das mache ich nämlich nicht. Und da bleibt nämlich die Nockenwelle jetzt erst einmal drin. Vielleicht kann man sie lösen, wenn der Motor mal richtig heiß gelaufen ist, aber so geht es jedenfalls nicht. Okay, Aufgabe. Wird jetzt eingestellt. Einlass 010, Auslass 015. Ja, Schutzfläche ist ja auch schon gekürzt. Es geht voran, ne? Langsam. Langsam, ja. So, hier haben wir jetzt die Batteriekaste reingebastelt. Gut, da muss noch was gebaut werden. Okay. Es geht langsam voran. Ja, wir stellen hin ein bisschen an, damit das dann cool rüberkommt. Ja, genau so. Wollen wir nochmal gucken, was wir jetzt schon gemacht haben. Also hinten ist der Lob drin, wie ihr seht. Hier ist das Loch für die Sitzbank, für ohne zum Festmachen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt hier habe ich doch gesagt, am Stoßdämpfer, das ist ja nicht so schön, aber das hatte Dirk eigentlich echt gut beigestylt. Da will ich mal gar nichts sagen. Gut. Die Elektrik haben wir hier oben reingelegt. Da haben wir hier die Halter gebaut. Gut. Die Batterie ist da unten drin. Die Luftfilter, KNL. Passt alles schön. Die Auspuff haben wir jetzt auch richtig schön festgemacht. Die sind auch dicht. Der Fehlinglenker. Die Armaturen sollen halt so bleiben. Hier haben wir einen Lampehalter von Schwarze. Sieht ganz gut aus, finde ich. Gut, Schutzbleche haben wir jetzt gekürzt hier und vorne, habe ich ja gesagt. Aber dann war noch was, das hat auf einmal vorne so hoch gestanden. Das steht immer noch ein bisschen hoch, aber es ist so gehen. Wir haben dann hier den Halter hier nochmal ein Loch reingemacht, rechts und links. Ja, hier unten guckt es halt noch ein bisschen ab, das war die Originalbefestigung. Das haben wir jetzt halt so gemacht. Mal so ein Gesamtbild. Ja. So sieht sie jetzt aus. Die Gasdurch haben wir halt hier unten legen müssen. Gut. Jetzt machen wir quasi noch die Sitzbank. Und hier wieder so ein Deckel haben wir rechts und links. Das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Ja, dann machen wir halt hier noch so Licht drauf und dann haben wir TÜV fertig. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. CB 400. Cool. Ist ja fertig mit der 400er, oder? Lukas, fertig. Gut. Das ist eine lange Geschichte. Ja, und derzeit. Mit der Kamera rausgepackt hast.
Ja, ich habe das gefilmt, weil ich den Motor gemacht habe. Ich bin aber jetzt auch fertig. Das Ding steht jetzt auf, du bist. Ist auch mal fertig. Ja? Okay. Die Seitetafel, okay. Na gut, Sitzbank. Ja, ich bin jetzt auf Probefahrt mit unserer CB400. Mit der 27 PS Nockenwelle noch drin. Ich habe jetzt schon zweimal probiert, jetzt geht's. Wir haben die KNL-Luftfilter drauf. Warte mal. Das sind die da. Die ganze Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, mit den KNL-Filter laufen die Dinger eigentlich. Also jetzt kein 400, das waren andere Dinger. Aber in dem Fall halt nicht. Ich bin jetzt auf eine Düsengröße gegangen. Von 125. Ich hatte sie erst auf knapp 120, da war das Kerzenbild noch ein wenig hell. Jetzt habe ich es auf 125, jetzt scheint es zu gehen. Kerzenbild habe ich jetzt hier draußen noch nicht kontrolliert, aber sie läuft wesentlich besser. Ich fahre also 140 bei 7500 Umdrehungen. Und da muss ich auch sagen, dann kommt nicht mehr viel, ne? Da ist dann ziemlich Feierabend. Aber 140 ist doch schön, ne? Und die lässt sich leicht fahren. Ich muss sehen, ob ich die Kamera anmache beim Fahren nochmal. Gut, wir sind dann auch fast soweit. Wir müssen dann eigentlich nur noch die Sitzbank machen. Die muss zum Sattler. Aber da mache ich dann auch keinen Film mehr. Das macht dann den Film so fertig. Die Seitetafel, die wir da gemacht haben, die habe ich jetzt gerade nicht dran, weil ich auf Probefahrt bin. Aber so sieht sie jetzt aus. Es ist ein schön handlich Motorrad. Also es müssen nicht immer so dicke, fette Dinger sein. Und wenn dann mal die 44 PS Nockenwelle drin ist, da kann ich mir vorstellen, läuft das Ding mal 170 vorne weg. Und eigentlich reicht das. Ich meine, die fährt mir noch nicht mal so. Ich mache die Kamera jetzt noch mal an beim Fahren. Da filme ich einfach mal so. Nur damit man mal so... Ah, oder was? Moment. Nochmal schnell einen Soundcheck. Wir haben den Zwischenschalldämpfer da ohne drin. Die ist eigentlich gar nicht laut. Mal so. Hört sich doch recht kernig an, das Ding. Gut, starten wir mal los.